Hiho und willkommen zurück bei lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spellforce, Shadow of the Phoenix. Ja, ich hatte eigentlich vor, jetzt in die Schwarzwasserküste zu gehen für Urias Quest. Aber mir ist gerade so eingefallen, wir können hier erstmal noch was anderes machen. Westliches hat... Nein, falsch. Nordkap? Nein. Zu dem da will ich doch. Dorf. So, genau. Oh, da liegt sogar noch ein toter H7-Kämpfer. Also ja, der Gora ist hier immer noch unterwegs, ganz fleißig. Ich hätte aber erstmal gerne bei den Heroes. Und ja, hier drüben ist das Gebiet, wo der Maskierte dieses Mal die ganzen Baumwächter ausgemerzt hat. So, ich möchte das Heldenmonument bitte haben. Und ja, Urias ist so nett und begleitet uns. So. Hier oben ist nichts mehr. Und ja, ich habe leider auch festgestellt, dass YouTube das Video so abdunkelt, dass man die Übersichtskarte teilweise nicht richtig erkennen kann, wenn das meiste wieder abgedunkelt ist, so wie jetzt gerade. Dafür muss ich mich auch entschuldigen. Ist mir bis jetzt so gar nicht aufgefallen auf YouTube. Lag wahrscheinlich auch daran, dass bis zu dem spontanen Patch, also das hätten wir nicht besser einfädeln können. Auch wenn wir das dann schon mitten im Breath of Winter waren, als der rauskam, dass mit dem Patch erst dieser Bug behoben wurde, dass die Übersichtskarte jedes Mal beim Neuladen einfach wieder abgedunkelt wird. Also, dieser Krieger hat einen Schlachtruf und so weiter. Du hast Berserk, du hast Zielschüsse. Heilungsaura, wir haben alles, was wir brauchen. Ja, beim nächsten Level-Up gibt es da auch mal ein besseres Schild wieder. Bessere Waffe wird es erstmal nicht geben, weil wir haben keine 14er Waffe. Also für schwere Kriegskunst 14, erst für 15. Haben wir die Myrmidons. Die hauptsächlich durch den höheren Mindschaden besser sind. Also Max-Schaden sind gerade mal 3 mehr. Also ja, das hier erstmal alles auf 15 bringen. Dann können wir Weißmagie vielleicht mal auf 12 hochbringen. Oh, ich habe vergessen, hier den Rest zu verkaufen. Naja, halb so wild. Wir wollen hier in erster Linie
die Dämonen wegmachen. Wir sind ja zum Glück nicht so stark. Und dann gehen wir an die Schwarzwasser. Auf meinem Befehl. Die Rune ruft. Ach ja, du warst die mit dunkler Fluch, Schmerz und so weiter. Ja. Auf meinem Befehl. Mir. Gut. Sofort. Dann machen wir mir nach. Den Boden weg. Und los. In die Schlacht. Haltet durch, Männer. Verteidigt euch. Auf mein Zeichen. Und los. Für die Rune. Feindlicher Angriff! So, der Feuermeister sollte schnell weg. Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Der nimmt doch den Schlagt Schaden sie zurück. Durch den Schmerz. Sie sind überall! Feindlicher Angriff! So, hier wuchs ein Baum, verdorbener Geruch, Reste, den Samen in die Mulde einpflanzen, ein neuer Baum wächst, der Ort ist gereinigt. Ja. Auf mein Zeichen! Und los! Und dann können wir auch gucken, was hier auf meinem Befehl oben noch ist. Zum Angriff! Sie sind überall! Ja, hier sind doch zwei, drei Truhen hier, versteckt. Hier, sofort! Schnell! Also zwei Truhen sind hier versteckt. Vielleicht finden wir hier eine 14er Klingenwaffe. Nein. Nein, nein. Auf mein Zeichen! Schnell! Sofort! Nur ein Knüppel. Und los! Das wiederum nehme ich gerne. Das ist nämlich eine bessere Zone der Heilung. Hier, sofort! Und los! So, und vom H7-Lager aus, also von hier aus, bauten wir uns wieder zum Schwarzwasserportal. Gut, wenigstens hat sich das mit dem Heilzauber dann gelohnt. So, jetzt muss das mit den Drachen auch nur noch klappen. Ja, das Problem ist mit den Zeremonienmanteln, dass die auch den Fußslot brauchen. Das wäre ja nämlich besser gewesen. Und ja, es ist gemeint, dass es nicht dabei steht, dass manche Sachen halt den Fußslot blockieren.
Also ja, wenn man genau hinguckt, sieht man es den Sachen einigermaßen an, aber auch dann wieder nicht. Gibt es eigentlich irgendeinen neuen Ring, den ich tragen könnte? Leider nicht. Die Gottesrede kann ich erst auf 43 tragen. Gut. Dann porten wir uns zum Nordkap und gehen zu Urias Männern. Weil das sollten wir auf jeden Fall vor Kartei machen. Denn ihr wisst, was in Kartei passieren wird. Bruder, warum musste das geschehen? Ich habe versagt. Nithalf, wirf meine Seele in die Esse! Okay, zum Glück haben wir hier gleich ein Heldenmonument. Und Urias hat einen Freund. Gefunden. Kleine Klingenwaffen. Schwere Rüstung 12. Oh, nicht schlecht. Was tragen wir gerade? Schwere Rüstung 11. Ah, das heißt, der Helm ist besser. Müssen ihn nur finden. Da. 11 Stärke, 11 Ausdauer zu 20 Ausdauer. Und sehr vielen Buffs. Aber dass die Stärke mehr ist, dann doch nicht schlecht. Oh ja, und ich sollte auch den Seelenstein hier aktivieren und dann auch den nächsten. Keine Ahnung, warum hier zwei Seelenfelsen. Seelenstein, Seelenfels, ja, wie auch immer. Direkt nebeneinander stehen. Die Rune befiehlt, ausgeführt. Alles klar. Haben wir eigentlich jetzt schon die Quest? Nein, haben wir noch nicht. Was wünscht die Rune? Zu euren Unverzüglich. Diensten. Auf mein Zeichen. Hier, sofort. Gut. Und los. Bringen wir es zu Ende. Zurück mit euch. Feindlicher Angriff. Kämpft! Achtung! Schlagt sie zurück! Sofort! Und los! Und dann packe ich euch noch alle zusammen. Oh, es gibt hier ja sogar noch... Folgt mir! Türme und alles. Vorwärts! Sogar Spawner. Schnell! Okay. Mir nach! Hier drüben gibt's nichts. Folgt mir! Bringen wir es zu Ende! Feindlicher Angriff! Zeit zu sterben! Schlagt sie zurück!
Achtung! Schließt die Reihen! Zu Befehl! Haltet durch, Männer! Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! Verstärkt die Deckung! Nur, dass die meisten sie sind überall. Hier halt ein Witz feindlicher sind. Angriff! Dafür sind auch die Drops hier halt. Verstärkt die Deckung! Zeit zu sie sterben! Sie sind überall! Schließt die Reihen! Auf mein Zeichen! Schnell! Für die Freiheit! Ah, cool. Verstärkt die Deckung! Hier kann ich Urias voll heilen. Schlagt sie zurück! Bereit zur Ehre Aonirs! Bereit zum Angriff!